Herzlich willkommen, liebe Waage, zu deiner Tarotkartenlegung für die 49. Kalenderwoche. Die Woche, die jetzt am 4. Dezember beginnt und bis zum 10. Dezember geht. Es ist in dieser Woche abnehmender Mond und so können wir eine ruhige und vielleicht auch besinnliche Woche haben. Es ist ja auch Vorweihnachtszeit und naja, Vorweihnachtszeit kann schon stressig sein, aber der abnehmende Mond mildert das so ein bisschen ab. Ich würde auch empfehlen, Geschenke möglichst in dieser Woche zu kaufen, bevor nach dem Neumond so das richtige Treiben so richtig losgeht. Wir haben in dieser Woche auch Nikolaus und am Ende der Woche den zweiten Advent. Ja, liebe Waage, wir wollen uns in dieser Legung ansehen, wie deine Woche werden wird und mit welchen Energien deine Woche begleitet sein wird. Schauen wir mal. Schauen wir mal, was haben wir hier? Bisher hat sich noch keine Energie gezeigt. Die Hauptlegung mache ich wie immer mit dem Crowley Deck. Das ist sie. Das ist so. Huch, das war eindeutig. Okay. Liebe Waage, ich bin schon sehr gespannt. Was haben wir hier? Den Stern. Der Stern ist eine wunderbare Energie, auch Luftenergie, Wassermann eigentlich, aber Luft ist Luft, ne? Der Stern schenkt dir eine sehr heilsame Energie. Es ist eine reinigende Energie, die sehr viel geistige Energie in dir freisetzen kann, sodass du dich inspiriert fühlst, dich erfüllt fühlst von der Zukunft, von Gedanken an die Zukunft. Und irgendwie für dich selbst das Gefühl hast, dass du deinen Träumen näher kommst, dass du dir auch eine Zukunft vorstellen kannst, in der sich deine Träume erfüllen und das auch konkreter wird. Ja, tatsächlich für einige von euch könnte das bedeuten, dass ein Traum tatsächlich in dieser Woche in Erfüllung geht oder immerhin ein wichtiges Teilziel auf den Weg zu einem großen Herzenswunsch in euren Leben. Ja, sehr viel Inspiration, sehr viele Ideen, die sich in euch zeigen können. Sehr schöne Gespräche, ne? Und der feste Glauben an die Zukunft. Sehr viel Hoffnung wird sich in dieser Woche in euren Leben zeigen. Und es hat eben auch einen sehr heilenden Effekt. Viele Probleme aus der Vergangenheit spielen in dieser Woche überhaupt gar keine Rolle mehr und scheinen wie aufgelöst zu sein. Und ihr denkt auch nicht mehr daran, ne? Ihr habt das schon längst zurückgelassen und in dieser Woche werdet ihr das ganz deutlich feststellen, ne? Indem vielleicht auch gar nicht so richtig feststellen, weil ihr denkt einfach gar nicht mehr an die vergangenen Probleme. Ja, eine sehr schöne Energie, in der Wünsche wahr werden und vielleicht sogar Wunder eintreten, ne? Also wir schauen mal, liebe Waage, auf welche Themen sich das bei dir beziehen könnte. Veränderungen. Wow, was für eine starke Energie in deinem Leben. Das ist ja unglaublich. Tatsächlich könnte es sein, dass sich für viele von euch euer Leben abrupt wandelt, ne? Also vielleicht wirklich so intensiv, dass alles nochmal auf den Kopf gestellt wird, dass alles sich verändert. Eine große Veränderung in der Lebensführung, für den Alltag, für euer alltägliches Befinden kann das bedeuten. Es könnte ein neuer Job sein. Ein neues Projekt, ein neuer Wohnort, eine starke Veränderung in eurem privaten Leben, in eurem privaten oder also in eurem alltäglichen und privaten Leben.
Könnte natürlich auch sein, dass sich die Parameter innerhalb einer Beziehung sehr stark wandeln, ne? So dass ihr zusammen euer Leben anders umstrukturiert einfach, ne? Auf jeden Fall sehe ich hier deutlich, liebe Waage, durch den Magier, dass du Herr dieser Veränderung bist, ne? Dass du hier sehr viel bestimmen kannst, in welche Richtung es geht, dass du hier viele Entscheidungen treffen kannst, dass diese Veränderung dich nicht einfach trifft, sondern dass du aktiv dein Leben anders gestaltest und dass vieles von dem, was du hier gestaltest, deinen Ideen entspricht und dass du in der Lage bist, deine Ideen umzusetzen, ne? Dass du dein Leben so gestalten kannst, wie du das für gut und richtig empfindest. Vielleicht wirst du auch einige deiner Herzensprojekte, ja, so kann man das sagen, in Angriff nehmen und umsetzen. Es geht bei den Magier darum, auf spielerische und leichte Art und Weise, mit sehr viel Freude deine Ideen in die Tat umzusetzen. Es hat hier wirklich in vielerlei Hinsicht mit deiner Vorstellungswelt und deinen Ideen zu tun. Auch der Turm ist oft der Grund, warum man diese Veränderung beim Turm umsetzt. Dem geht oft eine wichtige Erkenntnis, eine Einsicht, ein Geistesblitz voraus, durch den man oft gar nicht anders kann, als dieses Thema in seinem Leben jetzt anzupacken. Oder eine Information, die du erfährst, basierend auf einem wichtigen Gespräch. Das könnte auch sein, ne? Ja, auf jeden Fall wirst du hier sehr viel Tatendrang besitzen und du solltest nicht zögern, liebe Waage, die Initiative zu ergreifen und ja, der Welt deinen Stempel aufzudrücken, ne? Die Welt nach deinen Vorstellungen gestalten, deine Ideen verwirklichen. Mit den Magier hast du auch besondere Kräfte insofern, dass du andere Menschen von deinen Ideen überzeugen kannst, dass du andere Menschen mitnehmen kannst, sie motivieren kannst. Denn du wirkst besonders überzeugend, besonders faszinierend auf deine Umwelt. Das kann sich auch in Partnerschaft und im Privaten positiv widerspiegeln, so dass dein Gegenüber dich als sehr reizvoll empfindet. Natürlich könnte das hier auch eine sehr intensive Affäre sein oder der Beginn einer Partnerschaft in deinem Leben. Und das beginnt dann mit einem regelrechten Knall, ne? Das könnte man schon so sagen. Und dadurch ändert sich komplett dein Leben, aber im positiven Sinne, ne? Im positiven Sinne und du bist Herr, du hast den Überblick, du bist Herr der Lage, ne? Also es ist nicht so, dass dich diese Veränderung mitreißen wird, sondern du hast einen deutlich hohen eigenen Handlungsspielraum. Und in gewisser Hinsicht, ist das auch ein wenig von dir vorbereitet, irgendwie auch gewollt? Wenn es hier um etwas Romantisches geht, habt ihr schon eine gewisse Kennenlernphase hinter euch, aber plötzlich macht es zwischen euch Knall, ne? Oder Bäm. Also, das könnte sehr gut sein. Ich sehe hier aber in vielerlei Hinsicht auch viele andere Umstände, die hier einfließen, ne? Auf der Arbeit zeigt sich hier ein sehr gutes Teamwork. In der Partnerschaft, in der Familie eine sehr harmonische Verbindung, die sich auch in der Vergangenheit gut bewährt hat, die sich in der Vergangenheit aufgebaut hat. Ihr habt gelernt, als Team zusammenzuspielen, zusammenzuarbeiten, euch gegenseitig zu respektieren für eure Stärken und Schwächen und euch gegenseitig zu unterstützen. Und das wird sich hier in dieser fast schon dramatischen Veränderung besonders deutlich, besonders positiv bemerkbar machen. Und das unterstützt dich auch bei deinen Vorhaben, ne? Also gute Vorarbeit, ne? Gute Vorarbeit und jetzt kann es so richtig losgehen. Wo immer du von deinen Ideen her, von deinen Vorstellungen hin möchtest, ne? Diese Veränderung wirst du in dieser Woche
einleiten und deutlich näher zu deinen Wünschen kommen, zu deinen Träumen. Und du weißt total, was du tust. Wow, das finde ich ganz schön souverän. Du bist ganz schön selbstbewusst. Du weißt jetzt ziemlich genau, was du willst. Du weißt auch ganz genau, auf wen du dich verlassen kannst. Bist hier verbindlich, ein stabiler, loyaler und treuer Partner und Freund, Partnerin und Freundin. Lässt dich auch nicht irritieren von äußeren Einflüssen. Weißt auch ganz genau, was du dir zumuten kannst, was du dir zutrauen kannst. Also ich sehe dich hier sehr robust, sehr stark in dieser Woche, sehr selbstbewusst. Und dass du dir einfach sicher darüber bist, was du tust. Wenige Zweifel wirst du in dieser Woche haben, ne? Ganz im Gegenteil. Tatsächlich glaube ich, dass du durch diese starke Veränderung und dadurch, dass du deine Ziele verwirklichen kannst, eher Bestätigung erhältst, ne? Selbstbestätigung, dass du dich jeden Tag gewisser fühlst darüber, dass du hier das Richtige tust. Ist schon interessant. Also was für eine starke Legung in deinem Unterbewusstsein, die Prinzessin der Schwerter. Und die Prinzessin der Schwerter ist eine Hofkarte im Element Luft. Liebe Waage, du bist ja auch ein Luftzeichen. Das könnte eine Wesensfacette von dir sein. Oder es geht hier um einen anderen Menschen, der wie du ein Luftzeichen ist und mit dem du überaus stark verbunden bist. Na gut, diese Person muss nicht zwingend ein Luftzeichen sein, aber also auch nach deiner Einschätzung hat diese Person dann auch einige Luftanteile, unabhängig vom Sternzeichen. Auf jeden Fall sehe ich hier, dass wenn das eine andere Person bist, ist, dass du sehr stark mit dieser Person verbunden bist, ne? Man kann schon von Seelenverbindung sprechen. Diese Person kann auch jünger sein und in manchen Fällen, wenn du eine Familie hast, auch einen Sohn oder eine Tochter von dir widerspiegeln, was natürlich dann auch verständlich ist, warum dann die Seelen miteinander verbunden sind, ne? Aber es könnte eben auch, und manchmal wirken diese Möglichkeiten auch parallel zueinander, eine Wesensfacette von dir hier in dieser Karte beschrieben sein. Die Prinzessin der Schwerter bringt halt sehr viel jugendliche Energie mit. Diese Person ist eine Person, die ihre Welt in Frage stellt, die nach der eigenen Wahrheit sucht, sehr geistreich ist, sehr wortgewandt, auch witzig und voll vieler innovativer, origineller Ideen. Eine Person, die auch bereit ist, einen unkonventionellen Weg zu wählen. Man kann schon sagen, dass diese Person eine Rebellin ist. Und mit dieser rebellischen Energie eckt diese Person auch manchmal an, auch wenn das nicht die Absicht dieser Person ist. Eine Person, die auch Tabus ansprechen möchte, Tabus aufdecken möchte. Ja, eine Person, mit der man sich gut unterhalten kann und die einfach die spontan ist, ne? Die viele Ideen hat. Interessant. Ob diese Karte sich jetzt auf dich bezieht oder jemand anderen oder beides, diese Person hat aktuell ein Problem, ist irgendwie etwas unzufrieden mit ihrer derzeitigen Situation und neigt eher dazu, an sich aktuell zu zweifeln oder den positiven Ausgang einer Angelegenheit in ihrem oder seinem Leben. Kann auch eine männliche Person sein, ne? Die Prinzessin. Ich denke nicht, dass du diese Person bist, denn du neigst ja überhaupt nicht zu zweifeln. Und vielleicht kannst du deswegen auch gerade diese Person sehr positiv unterstützen. Es geht darum, dass diese Person lernt, ein bisschen Verantwortung abzulegen oder sich nicht zu viel zuzumuten, sich nicht so zu viel aufzulasten und hat selbst mehr in den Spieltrieb zu kommen, ne? In eine spielerische Energie. Man sagt ja auch,
Man sollte nicht von hinten anfangen, von den Gedankengängen, ne? Also diese Person sieht vielleicht, was sie vorhat oder wohin das alles führen soll, führen könnte und glaubt nicht an dieses positive Ergebnis. Vielleicht sollte diese Person nicht so viel an die Zukunft denken und ihre Gedanken loslassen, mehr Leichtigkeit finden. Ich sehe, liebe Waage, dass du in der Lage wärest, in der Lage bist, diese Person positiv zu beeinflussen, positiv zu unterstützen und dass zwischen euch sehr viele schöne, ernsthafte Gespräche sich entwickeln können, sehr tiefe, sehr philosophische und dass das bei euch beiden die Leidenschaft aktiviert, ne? Und der Wunsch, sich das Leben schön zu gestalten, der Wunsch, schön die Zeit gemeinsam zu verbringen, tolle Aktivitäten zu erleben, dass sich den schönen Seiten des Lebens zu widmen. Ne? Also, und diese Person erfährt auf diese Weise auch einen Verjüngungsprozess, macht sich weniger Sorgen, ist weniger kritisch mit sich selbst oder mit dem Verlauf einer Angelegenheit. Wenn das hier etwas Romantisches ist, sehe ich natürlich auch sehr viel Leidenschaft zwischen euch, aber auch eine reife Haltung zu eurer Verbindung, ne? Erde und was Feuer. Ja, sehr interessant. Wir schauen mal weiter, liebe Waage, wie das hier bei dir weitergeht. Ja, du selbst, du kommst super gut voran. Wie ich das hier meinte, du weißt auch ganz genau, was du dir selber zutrauen kannst, ne? Du kommst jeden Tag in dieser Woche schrittweise sehr gut voran, machst eher kleine Schritte nach vorne, aber dafür kontinuierlich, stetig und ausgeglichen, ne? Gute Zusammenarbeit spiegelt sich hier in vielerlei Hinsicht, dass man hier auch, also einfach sehr gut vorankommt. Mit einer sehr realistischen also Erwartungshaltung. Ne? Also du bist bescheiden, du erwartest nicht, dass alles von heute auf morgen geht, du hast Geduld. Ich sehe hier sehr viel Stetigkeit, Nachhaltigkeit und Kontinuität in deinen Alltag. Ne? Du setzt das um, was du dir in den Kopf gesetzt hast. Und kannst hier auch weiterhin auf die Unterstützung deiner Umgebung zählen. Ne? Man sieht in dieser Karte einfach, dass ihr gemeinsam, wer auch immer in diesen gemeinsamen integriert ist, ne? Es kann dein Team sein auf der Arbeit, deine Familie oder Partnerschaft, man sieht, dass ihr gemeinsam euch etwas aufbauen wollt. Und ja, seid hier tatsächlich in einem sehr positiven Aufbauprozess. Das kann natürlich auch Stress bedeuten, aber du bist diesem Stress gegenüber sehr resolut, ne? Also es gibt hier schon eine gewisse unordentliche Energie um dich herum, eine stressige Energie, aber du bleibst ruhig, gelassen, lässt dich nicht aus der Ruhe bringen, verfolgst die Dinge, den Plan. Die Dinge, die dich zu deiner Wunscherfüllung, zu deinen Träumen führen, ohne dich beirren zu lassen. Aber die Gefahr ist da, so ein bisschen, dass sich andere Menschen in deinen Prozess einmischen oder dass es Probleme von außen gibt, die dich blockieren. Aber das sind Probleme, die nicht aus dir herauskommen, sondern Probleme, die andere Leute in ihrem Leben haben. Und das berührt dich diese Woche etwas. Weil du bist sehr geordnet, ne? Du bist sehr geordnet. Und um dich herum ist es leider nicht so, dass die Welt um dich herum so geordnet ist, ne? Und da gibt es dann einen Kontrast. Und das könnte dich berühren einfach, ne? Aber das sollte dich überhaupt nicht aus dem Konzept bringen. Es ist auch nicht notwendig, dass du dich um alle Belange kümmerst. Du solltest dich um deine Aufgaben, auf deine Aufgaben konzentrieren und ein bisschen dich
vorsehen davon, die Probleme anderer lösen zu wollen. Es ist hier wichtig, sich abzugrenzen und ich sehe, dass du dich besser als sonst abgrenzen kannst. Dich abzugrenzen von den Problemen anderer Menschen, ne? Das könnten hier auch Gerüchte sein über dich oder Falschinformationen oder Fehlinformationen jeglicher Art. Deswegen ist es umso wichtiger, dass du deinen Einschätzungen in dieser Woche voll und ganz vertraust, ne? Denn du hast hier wirklich eine gewisse Ordnung, eine Stetigkeit, und setzt die Dinge um, die dir wichtig sind. Und das ist sehr positiv. Die Fünf der Schwerter, das hat natürlich hier mit der Prinzessin der Schwerter zu tun. Da muss ich noch mal gucken, ne? Weil es kann schon gut sein, dass diese Person, dass ihr beide einen Konflikt habt, haben könntet, Kommunikationsschwierigkeiten, dass diese Person vielleicht die Ursache ist, warum du von außen gestört, disrupted, also gestört wirst und dass diese Person aktuell ja, keine so gute Unterstützung für dich ist. Auch wenn du eigentlich hier mit allen anderen Menschen sehr gut zurechtkommst. Es besteht ja auch sehr viel Leidenschaft zwischen euch, sehr viel Ernsthaftigkeit. Es ist tatsächlich hier ein sehr, sehr großes Fragezeichen. Vielleicht, es hängt sehr davon ab, wie eure Beziehung beschaffen ist, natürlich, ne? Vielleicht sind diese Kommunikationsprobleme oder Verständigungsprobleme, die jetzt in dieser Woche auftauchen, sehr wertvoll für dich, ne? Das könnte halt auch sein. Es ist diese Fünf der Schwerter dienen oft auch der Reflexion, der Selbstreflexion und können bestehende Probleme aufdecken. Das können auch wertvolle Korrektive sein, ne? Wodurch man einsieht, okay, da gibt es ein Problem und das lässt sich ändern. Ja, vielleicht ist diese Person aktuell in deinem Leben, liebe Waage, der Zweifler. Der Zweifler, der irgendwie, du bist sicher, du bist total sicher, was du hier tust und diese Person sagt, ja, aber hast du schon das und das bedacht? Und denk doch mal an das. Und ja, das je nachdem, wie ausgeprägt die Energie zwischen euch beiden ist, kann das sehr konstruktiv sein, dass es hier jemanden gibt, der Zweifel hat und noch ein paar Informationen reingibt, an die man nicht gedacht hat. Ja, oder ist es so stark, diese Zweifel, dass sie dich abhalten? Das gilt es für dich genau zu prüfen, auch wenn du eigentlich so sicher bist, dass du dich nicht abhalten lässt, glaube ich, liebe Waage, ne? Und letztendlich sind diese Karten eigentlich sehr positiv, ne? Ja, ich glaube, letztendlich ist das positiv, weil diese Person hat zwar viele Zweifel, ob das, was du hier vorhast, wirklich die Probleme löst oder euch zu eurem Ziel führt oder zu deinem Ziel. Aber im Laufe der Woche wird diese Person sich wahrscheinlich weniger Sorgen machen und es ist hier schon sehr viel Energie zwischen euch, ne? Also, wenn diese Person in dieser Woche an dich herantritt, liebe Waage, und diese Zweifel äußert, dann würde ich euch empfehlen, dass ihr die aufnehmt und nochmal überprüft, ob ihr daran gedacht habt, an diese Eventualität, aber lasst euch nicht herunterziehen, ne? Es geht vielmehr darum, dass ihr letztendlich diese Person mitnehmt, sodass diese Person
Ihr seid hier derjenige, diejenige, die überzeugend sind, ne? Es geht hier darum, diese Person am Ende der Woche mitzunehmen, die Zweifel ernst zu nehmen und konstruktiv einzubauen, aber mitzunehmen und zu motivieren, sodass diese Person sich befreit von diesen Zweifeln, mehr Leichtigkeit findet und die Energie zwischen euch so richtig ansteigt, ne? Ihr auch mehr Leidenschaft für diese Angelegenheit empfindet oder füreinander auch, ne? Dass ihr zusammen das Leben genießt und hier Sinnhaftigkeit auch findet in euren Tun, in eurem Dasein, in der Art und Weise, wie ihr zusammen diese Dinge angeht. Ihr sehnt euch nach dem Ritter der Schwerter. Ja, der Ritter der Schwerter ist natürlich auch eine Facette von euch. Aber wenn ihr es also ihr habt es ja definitiv mit einer Luftperson zu tun. Eine Person, die möglicherweise ein Luftzeichen ist oder aus einem anderen Grund eine Luftperson ist. Und ihr wünscht euch dann von dieser Person einen Reifungsprozess, ne? Dass diese Person ja einfach auch genauso wie ihr das aktuell tut, ihre Vorstellungen, ihre Wünsche in die Tat umsetzt. Ja, einfach einen Reifungsprozess erlebt, sodass diese Person selbstbewusst, genauso wie ihr, die eigene Vision verwirklichen möchte. Das Gleiche erwartet ihr auch von euch selbst, ne? Also ihr sehnt euch eben ja nach diesem Ritter der Schwerter, nach auch eben der Ritter der Schwerter ist halt jemand, der so mitten im Leben steht, der erwachsen ist, der reif ist, der eine reife Haltung auch zu den Dingen zeigt und Verantwortung übernimmt. Ein Mensch, der oft ein Konzept hat, klare Vorstellungen hat, die oft auch idealistisch sind und dieser Mensch möchte auch, dass diese Ideen, diese Konzepte Wirklichkeit werden. Das erwartet ihr von euch selbst, das erwartet ihr auch euch auch von der anderen Person. Der Ritter der Schwerter ist auch sehr klug, hat ein gutes Urteilsvermögen, bleibt vernünftig, ist sehr durchdacht, ne? Eine sehr kluge Person. Es kann hier auch um etwas Wissenschaftliches gehen oder Theoretisches, Technisches, Wissenschaftliches. Und idealistisch könnte es auch sein, ne? Und was wird das Ergebnis sein? Ja, ihr werdet sicherlich letztendlich die andere Person schon mitreißen und überzeugen können, aber vielleicht noch nicht in dieser Woche. Es zieht sich ein wenig hin. Besonders zum Wochenende werdet ihr euch in besonderem Maße mit dieser Person auseinandersetzen und ihren Zweifeln. Und das könnte euch auch selbst tatsächlich ein bisschen ungeduldig machen. Und die Gefahr besteht schon ein wenig, dass ihr es als demotivierend oder gar zermürbend empfindet. Ich kann euch nur diesen Tipp geben, ne, den ich euch schon genannt habe. Versucht, das daraus zu filtern, was für euch und euren Prozess konstruktiv ist. Und bei allen anderen versucht ihr, diese Person zu motivieren und auf eure Stufe zu bringen, ne? Letztendlich kann das hier ein sehr, sehr positives und erfolgreiches Ende haben. Nicht Ende, sondern Ergebnis. Aber, ne, es ist nicht einfach. Aber die besten Dinge sind eben nicht einfach, ne? Es ist einfach auch zu schön, also das ist hier auch einfach zu schön. Es kann natürlich nicht alles total einfach sein, ne? Also da wartet eine Herausforderung mit dieser Person auf euch, die aber wirklich ein sehr positives Ergebnis nehmen kann. Ja,
Da braucht ihr ein bisschen Geduld, da müsst ihr auch ein bisschen abwarten. Und es ist eben auch eine schöne Phase zur Reflexion und Bilanz zu ziehen, ne? Zu schauen, was hat man in den letzten Monaten erreicht, was hat was bewirkt, besonders in der letzten Woche, ne? Und ihr solltet hier definitiv überzeugend wirken, wenn ihr das möchtet, ne? Also für eure Vorstellungen selbstbewusst eintreten. Ergib dich dem Göttlichen. Ergib dich dem Göttlichen, ne? Und das Göttliche, ne, jedenfalls ist das so meine Sichtweise, ist natürlich ein Teil von dir, ne? Ist natürlich auch die Welt der Ideen, des noch nicht Seienden. Deswegen, deine Vorstellungen können Wirklichkeit werden, ne? Aber natürlich, die Transformation ins Reale ist immer stolperig, ne? Es gibt Momente, wo es sehr gut vorangeht und dann kommt es wieder ins Stocken. Gerät es wieder ins Stocken und das ist ganz normal. Und das gehört alles zum Prozess. Also ich kann dir, liebe Waage, nur empfehlen, hier am Ball zu bleiben, ne? Du bist auf dem besten Weg, deine Wünsche und Träume zu verwirklichen. Ich wünsche dir auf jeden Fall eine wunderschöne Woche mit vielen positiven Erfahrungen und viel Inspiration. Von Herzen alles Gute und bis bald mal wieder. Hat dir dieses Video gefallen? Du hast aber noch offene Fragen und möchtest persönlich beraten werden? In meinem Etsy-Shop kannst du eine persönliche Legung für dich buchen. Ich freue mich auf dich.